Zuschauer steht, dass ihr wieder da seid. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Am Sonntag wird sich unser Kanzler mit einer Rede an die Nation an uns wenden. Ach ja, irgendwie fühlt man sich wie im Zweiten Weltkrieg, wo die Führung dem verdutzte und eingeschüchterte Volk die neueste Hiobsbotschaft verkündet hat. Ja, jetzt ist es wieder soweit, dass das Volk sich versammelt, um die Volksempfänger, um den Durchhalteparole der Regierung zu lauschen. Denn zurzeit sieht's gar nicht so gut aus. Der Himmel über Deutschland verdunkelt sich zunehmend. Da wird's jetzt mal wirklich Zeit, dass unser Bundeskanzler uns erklärt, an was das eigentlich liegt. Und das ist ja wirklich großzügig und nett von ihm. Hat er doch in einem Interview gesagt, dass man das Volk nicht wirklich ernst nehmen muss. Sind wir doch nur die dumme Masse, die Zeichen in der Politik falsch deutet. Das beste Beispiel ist ja, dass viele Menschen denken, dass das Ganze mit der Preiserhöhung und so weiter an der Europolitik und den ganzen Corona-Lockdowns liegt und dass die Regierung sich nicht um die Belange des eigenen Landes kümmert. Ja, es gibt sogar Leute, die behaupten, dass unsere Regierung gegen das eigene Volk arbeiten wird, die Zensur eingeführt, den demokratischen Widerstand vom Staatsschutz beobachten lässt, die Bürger mehr und mehr gängelt und durch weitere immer höhere Steuerbelastungen aussaugt. Ja, es hält sich sogar das Gerücht, dass die Gelder dann allesamt ins Ausland überwiesen werden. Da kann man mal sehen, wie die Menschen hier in Deutschland von Putin in die Irre geführt wurden. Am Sonntag kriegen wir wahrscheinlich erklärt, dass das alles falsch ist und dass der einzige Schuldige der Putin ist. Der ist dran schuld, dass wir den Euro haben und sich unser Erspartes in Luft auflöst. Auch was der Putin, der hier für jeden Hinz und Kunz unsere Grenze geöffnet hat, war es doch von Anfang an sein Ziel, unsere soziale Errungenschaften zu zerstören. Auch trägt er und er nur allein die Verantwortung dafür, dass wir hier in Deutschland die Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke abschalten. Der böse Putin hat mit seiner geschickten Taktik dafür gesorgt, dass bei uns die Immobilienpreise so hoch gestiegen sind, dass so manche seine Miete nimmer bezahlen kann. Ja, und jetzt wird's auch noch eng bei der Lebensmittelversorgung und die Wirtschaft zittert vor der ersten Blackouts. Unsere Jugend hat der verwirrte Gedanke in den Kopf gesetzt, die jetzt nur noch vom Klimawandel und Geschlechtsumwandlungen faseln. Aber trotz seiner geschickten Propagandamaßnahme hier bei uns in Deutschland konnte der vermaledeite Putin es nicht verhindern, dass wir Deutsche hier das beste Personal gewählt haben, was zur Verfügung stand, die ganz selbstlos nur das Interesse des Volkes im Sinn haben. Das, ihr liebe Leid, ist unser Glück. Denn unsere erfahrene und kompetente Führungsmannschaft hat den Gegner erkannt und den Kampf bereits aufgenommen. Natürlich wird's zu Verwerfungen kommen, das ist ja klar. Aber wo gehobelt wird, da falle ja auch Späne. Aber im Prinzip sind wir ja bereit, gegen die Russen zu kämpfen. Naja, wir brauchen halt noch ein bisschen Zeit. Haben wir doch so gut wie keine Bundeswehr. Und die Waffe haben wir ja alle in die Ukraine verschenkt. Und Diesel für die Panzer hätten wir ja auch nicht. Ja, und das Volk will irgendwie nicht in Kriegsstimmung kommen. Und das, obwohl unser öffentlich-rechtliche Medien so kräftig dran arbeiten. Dass die Leute bei uns auf Krieg nicht so richtig Bock haben, mag unter anderem daran liegen, dass wir eigentlich jeden Krieg verloren haben und am Schluss immer die Arschgeige waren. So muss man die Deutsche erstmal wieder langsam an den Kriegsgedanke gewöhnen. Und das macht man am besten, indem man ihn kurz hält und ihm dann ein Schuldige präsentiert. Und das passiert wahrscheinlich am Sonntag. Aber vielleicht irre ich mich ja auch und Herr Schulz entschuldigt sich bei uns für seine schlechte Regierung, verkündet die Öffnung von Nord Stream 2 und die Friedensverhandlungen der Kriegspartei auf der Berliner Friedenskonferenz. Naja, man weiß es nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bevor es losgeht mit der Videoaufnahme. Normalerweise trägt man ja in solchen Anzügen Windeln, aber das geht auch so. Es sieht mich ja jetzt niemand. Konservativer Gorilla strullert auf Mond. Also das wäre gefundenes Fresse für die Mainstream-Presse. Jetzt hoffe ich nur, dass ich den Anzug aufkriege. Das war halt auch so ein Sonderangebot. Mensch, ist das ein Gefühl. Ah, endlich. Wahrscheinlich bin ich ja der
Erste, der auf dem Mond pinkelt. Gott sei Dank sieht mich keiner. Das wäre mir ganz schön peinlich. Was sage ich denn jetzt in meinem neuen Abspannvideo? Ja, eigentlich ist es ja immer das Gleiche. Die Leute sollen mich abonnieren, für das Video Like geben. Immer das Gleiche. Immer die gleiche Litanei. Vielleicht sollte ich diesmal Telegram noch einmal speziell erwähnen. Aber ich will den Leuten ja nicht so auf die Nerven gehen. Naja, das mit dem Spenden muss ich auf alle Fälle erwähnen. Ach ja, und das mit dem Teilen darf ich nicht vergessen. Das wäre echt gut, wenn die Leute mal Videos mehr auf Telegram teilen würden. Naja, mal gucken. Ah, so, dann ist so. Jetzt noch schnell die Kamera einschalten und dann mache ich mal Videoaufnahmen.